Hey, der Hannes hier. Willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir heute etwas zeigen, was nicht ganz so einfach ist, aber ein wesentlicher Schritt dahin ist, wie ein Profi zu klingen. Es geht nämlich nicht immer nur darum, besonders schnell, höher, weiter zu spielen, sondern die Arbeit eines Profis liegt ganz häufig darin, präzise auf den Punkt und songdienlich zu spielen. Es bringt nichts, immer nur den Solo-Guy raushängen zu lassen, der alles voll spielt, alles zuspielt. Nein, es geht in erster Linie und in 90% der Fälle darum, auf den Punkt zu spielen, banddienlich, songdienlich. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, worum es in diesem Video geht. Das ist nicht ganz einfach, aber wir haben ja Bock, zusammen Musik zu machen. So, du denkst jetzt vielleicht, das waren doch nur letztlich drei verschiedene Akkorde, aber hier geht es vor allem darum, die Technik zu beherrschen, die Akkorde schön knackig zu spielen. Das bedeutet eben nicht versehentlich irgendwelche Saiten mitschwingen zu haben, die nicht mitschwingen sollen oder rhythmisch irgendwie schneller, langsamer zu werden und so weiter. Und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal in Ruhe an, was hier geschieht. Du kannst das Ganze als normalen Barré-Akkord greifen natürlich. Ich spiele es aber auch sehr gerne mit Daumen an dieser Stelle. Denn zwischen dem normalen Barré-Akkord H-Moll und dieser Daumen-Variante liegen Welten meiner Meinung nach. Hör dir den Unterschied mal an. Normaler Barré-Akkord und dann dieser Akkord. Klingt deutlich schlanker mit dem Daumen, weil wir letzten Endes eine Saite weglassen und sie dämpfen und so Platz für die restlichen Instrumente auch an dieser Stelle machen. Es klingt ein wenig funkiger, nicht ganz so mulmig und diese Technik ist deswegen so praktisch, weil sie sowohl für Dur als auch für Moll-Akkorde hier in diesem Falle angewandt werden kann und das Ganze deutlich aufgeräumter klingen lässt. Also wir starten hier mit dem Daumen im siebten Bund auf der E-Saite. Der ist hier so eingehakt. Ich drücke letztlich hier ungefähr mit dieser Stelle des Daumens, so ein bisschen seitlich auch hier, da das Daumengelenk ist. Da erstmal gucken, dass du einen Ton rausbekommst. Und nur mit dem Daumen versuchst zu greifen. Auch gar nicht zu viel Kraft verwenden. So richtig so reinhängen in den Hals. Und dann geht es hier oben ab mit. Das reicht schon. Also Ringfinger, neunter Bund, Entschuldigung, D-Seite und der Zeigefinger im siebten Bund auf der G- und H-Seite. Du kannst auch noch die E-Seite dazu nehmen, wenn du willst, muss aber nicht. Und das Wichtige ist jetzt hier, schön knackig, gedämpft, nur die E-Seite zu erwischen. Die A-Seite wird sowieso gedämpft hier von deinem Ringfinger und dem Daumen natürlich auch. A-Seite ist tot. Also dann spielst du zweimal gedämpft mit der Handkante die E-Seite und dann einmal ungedämpft den Rest des Akkordes von der D, G und H-Seite. Jetzt ein bisschen wie ein Schlagzeug. Machen wir dann zwei Bünde tiefer bei A-Dur. Daumen im fünften Bund, Ringfinger im siebten, Mittelfinger im sechsten und Zeigefinger im fünften Bund auf der D-, G- und H-E-Seite. A-Seite ist wieder gedämpft. Also. Dann gehen wir zu E-Moll, leere E-Seite, dann siebter Bund, A-Seite, neunter Bund, D- und G-Seite, achter Bund, H-Seite und siebter Bund, hohe E-Seite. Und
wieder gedämpfte, tiefe Saite und dann den Rest des Akkordes offen. Also von vorne. Von vorn. H-Moll, A-Dur, E-Moll, H-Moll. Von vorne wieder H-Moll, A-Dur, E-Moll, H-Moll. H-Moll, A-Dur, E-Moll und H-Moll. Das Ganze geht natürlich auch mit den normalen Barré-Akkorden. Aber für mich gibt es da nicht so eine schöne Trennung wie bei einem Schlagzeug zwischen Bum, Bum, Ka, Bum, Bum, Ka. Weil ich hier doch einen Sprung habe, dadurch, dass ich die A-Seite auslasse, habe ich diese tiefen Töne und dann oben bing, die hohen Teile des Akkordes. Es klingt einfach in sich besser voneinander getrennt, tiefe Töne, hohe Töne. Und das finde ich bei so einem Groove, wo es so sehr funky und rhythmisch sein soll, super passend. Macht extrem Spaß zu spielen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen.